Ein recht herzliches Willkommen zurück zu Fallout 4. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei und dann kann es auch losgehen. Ich habe nochmal die Grafikeinstellung höher gestellt, weil irgendwie habe ich gesehen, ich habe die Auflösung, die war verstellt. Die war bei 1158 mal und noch was irgendwie und nicht bei den 1920 mal 1080. Deswegen sah das letzte Mal nicht ganz so scharf aus, das, was mir auch leid tut. Ich hoffe, das ist nicht ganz so aufgefallen. Wir haben ja jetzt hier so eine neue Mission. Also wir waren jetzt hier bei dem Polizeirevier in Cambridge. Dort haben wir eine neue Gruppe kennengelernt. Die scheinen soweit in Ordnung zu sein, aber das weiß man ja immer nicht so genau, ob das auch wirklich so ist. Vielleicht sind die auch am Anfang nur so nett. Aber da muss man einfach zugreifen. Genau. Um halt Hilfe zu bekommen, ne? Manche Leute sind einfach nur nett zu einem, weil sie Hilfe brauchen. Oh Mann, hier ist das ganze Gemetzel von den Ghouls. Wisst ihr, ne, haben wir denen ja geholfen, das Polizeirevier zu verteidigen. Und ganz ehrlich, das ist wirklich so, dieses Szenario, diese Szene hier, ne, das habe ich wirklich so ungefähr, so ähnlich sah das wirklich mal in einem Traum so auch aus. Das ist, manche glauben daran, manche nicht. Manche sagen ja, das ist Spinnerei, diese Déjà-vus und so. Was haltet ihr von Déjà-vus? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr auch schon mal sowas erlebt, dass ihr plötzlich, egal ob das in einem Spiel war oder in echt, dass ihr gedacht habt, hä, kommt mir alles so bekannt vor, dieses Szenario gerade und so, dieser Ort und, würde mich mal interessieren. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo der ist jetzt schon vorausgelaufen. Ich muss da einmal nachschauen, weil ich habe jetzt nämlich nicht genau auf dem Radar, was ich jetzt genau machen sollte. Aufgaben. Folge Palatin Dance. Palatin Dance hat mich gebeten, ihn zu ArcJet System zu begleiten, um einen Hochleistungssender zu bergen, mit der sich das Kommunikationsarray der Bruderschaft reparieren lässt. Na gut, das haben wir dazu gesagt, also halten wir das natürlich auch ein. Aber er könnte ruhig mal warten, ne? Wenn wir ihn schon begleiten sollen, finde ich es irgendwie nicht nett von ihm, dass er schon so weit vorausläuft, denn er muss ja wissen, dass ich jetzt hier gerade wieder anfange und, ne, erstmal die Einleitung mache von dem Let's Play. Ich werde ungefähr so anderthalb Stunden aufnehmen, das sind dann wieder so drei Folgen. Ich hoffe, euch sind denn die Folgen nicht so lang, aber... Oh, oh, oh! Oh, ohne Beine kann ich nicht mehr laufen. Das tut mir leid. So, na gut. Gehört dazu, ne? Aber wie flüssig das auf einmal läuft. Echt, ich habe sonst gedacht, dass das hier echt an meinem Rechner liegt, dass ich noch nicht Fallout so hoch auflöse. Ah, da ist er jedenfalls. Jedenfalls ist da, na gut, sammle ich das später ein, bevor der hier wieder wegläuft. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Ja, ist auch ganz gut, dass ich da in diese Mine getreten bin. Paladin Dance. Komm schon, hier lang. Ja, ich bin schon hinter dir. ArcJet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Wo ist das eine Mine? Da bin ich reingelaufen. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Ich lauf einfach mal da, wo wenn er ist. Ginge, ich mein aber wenn er schon hier lang gelaufen ist. Warum bin ich denn da in die Mine? Da ist die Mine dann, ne? Da ist irgendwo die Mine. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Mhm. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ja, das könnte gut aus möglich sein. Ja. Jedenfalls bin ich ja doch froh, dass mein Rechner die hochauflösende Grafik mitmacht. Das liegt immer nur, leider lag das ja, wie ihr wisst, ja schon an DX3, dass das noch ein altes Update hatte. Oh, hier wird geschossen, Paladin Dance. Ich hab was gehört. Raider, abschauen. Was für eine bravourische Vorstellung. Und der Paladin Dance interessiert sich gar nicht für die guten Sachen, die sie dabei haben. Zwei weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Das können wir doch mal mitnehmen. Und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut.
Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt. Na gut, alles brauche ich glaube ich nicht. Was mein Team angeht, wir haben schon viel. Ah, ich bin immer so ich lasse mich immer so schnell verleiten. Siehst du, jetzt habe ich nämlich. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben, Paladin als verschollen gemeldet zu werden. Paladin Dance, ich habe mir wieder zu viel zugemutet an Klamotten. Ich muss es mal wieder zurücktun. Ach man. Ja, man lässt sich echt verleiten, immer alles mitzunehmen. Zumindest ich. Warte mal. Waffen behalte ich. Kleidung, ne? Da kann ich ja mal wieder. Ups. So. Okay. Wie. Ist immer noch nicht genug. Polizeisonnenbrille. Kann ich die nicht. In diesem Menü kann ich die nicht anziehen, ne? Nee. Raider-Rüstung, ist die eigentlich besser? Warte mal, rechtes Bein. Ne, ist nicht besser, ne? Ah, ich lasse die Raider-Rüstung jetzt mal hier. Braucht man sowas? Lass sie auch mal hier. Winterjacke, Ja, wenn es mal Winter wird, ist vielleicht doch ganz gut. Ah, hier, das ist doch eine bessere Rüstung hier, glaube ich, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich nicht mir mal andere Sachen anziehen sollte. Kleidung. Warum habe ich denn das nicht an? Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Schade. So, habe ich eine Militäruniform noch drunter? Polizeisonnenbrille? Aber ist das nicht besser? Glaube ich besser, ne? So, will ich mal gucken, wie ich aussehe. Ah, schade, kann ich nicht. Ah, ich hätte mich gerne noch mal selber bewundert, aber man kann leider nicht hier wie. Also bei Ark kann man sich selber umrunden. Ich weiß nicht, hier geht das anscheinend nicht. Aber naja, so geht das auch, ne? Sind eigentlich. Jetzt sind wir wenigstens wieder sicherer. Also, du trägst so viel. Ja, ich weiß. Also ich bin ja dabei, ein paar Sachen loszuwerden. So, Kleidung habe ich jetzt schon Hilfsmittel. Die behalte ich mal. So, was brauche ich hier denn nicht? Haarklammern brauchen wir natürlich. Schrott. Genau, tun wir mal gucken, dass wir das dann mal loswerden nach Gewicht. So. Oh, Stange Zigaretten, die braucht man, glaube ich, schon, ne? Zum Handeln, ne? Goldene Uhr. Klebeband. Dachte, ich habe das nach Gewicht so jetzt. Das. Ach man, das tut mir echt in der Seele weh, das jetzt wegzutun. Ich hätte mich mal entleeren sollen, aber wo? Wir sind jetzt mitten auf der Hirschleder. Ah, ich tue das jetzt mal hier, das mal weg. Notrufsender, den behalte ich mal lieber. Bilderrahmen braucht man jetzt auch nicht. Ah, ein Tischventilator müsste ich mal doch wegtun. Handschellen, eine reicht, glaube ich. Kaffeetasse brauche ich jetzt auch nicht. Eine Lupe reicht auch. Oh, ist ja ärgerlich, ne? Ich bin ja so ein. Nicht in echt, ne? Ich bin kein Messi oder so, aber hier in der Apokalypse braucht man. Dachte ich eigentlich schon. Das alles. Warte mal. So, ich kann nicht wenigstens wieder laufen. So. Aber ich kann trotzdem nicht viel mitnehmen, ne? Ah, da ist er. Er kann ja doch warten, der gute Mann. Paladin Dance. Der Paladin Dance. Er ist ein Dancer. Oh, wir haben die Militärfrequenz verloren. Aber das liegt daran,
weil wir uns da ja von entfernen. Wir, die haben ja schon... So, ist es noch weit? Ist es noch weit? Sind wir schon da? Kennt ihr das? Sind wir schon da? Könnt ihr ja mal schreiben, wenn euch das bekannt vorkommt, aus welchen Filmen das denn stammen könnte. Panelin Dance! Sind wir schon da? Wenigstens habe ich mich jetzt mal richtig ausgerüstet. Ich denke immer nicht an alles, ne? Müsste mir verzeihen, aber ich könnte mal wieder in diese Sicht wechseln. Wir haben vielleicht ein Problem. Oh! Mischlinge! Wilde Mischlinge! So, machen wir das mal hier, ne, im Rollenspielmodus. Flatsch! Da macht es Flatsch! So, ich nehme mal nichts mit. Ich würde ja wieder looten, aber ich bin ja schon ziemlich voll. Der Paladin Dance. Oh, Mann, tut mir leid, dass ich in der letzten Aufnahme die Auflösung und so, ne, nicht so hoch eingestellt hatte. Also ich hatte es nicht gewusst, nicht drauf geachtet, da wären wir, dass sich das verstellt hat. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang. Bist du dir sicher? Wenn die schon sowas haben, warum sind die dann nicht so abgesichert? Arjet Systems. Na gut, ich vertraue ihm mal. Er hier mit seiner Powerrüstung. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Muss ich mir aber echt mal überlegen. Das Ganze beschleunigen? Verstanden. Nicht mein erstes Tänzchen, genau. Das ist nicht mein erstes Tänzchen. Das ist mir klar. Ich wollte dir nur einen Tipp in Sachen Taktik geben. Wäre klug, wenn du ihn beherzigst. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Na komm, stell dich mal nicht so an. Du bist gut ausgerüstet. Folge Paladin Dance. Machen wir doch die ganze Zeit schon. Okay, keine Heldentaten. Ganz nach Vorschrift. Habt ihr gehört? Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Ja, das machen die meisten, ne? Geld verdirbt. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Wer das jetzt war? Weniger Sicherheit ist gut. Wir haben die Party verpasst. Das sehe ich. Werk der stählernen Bruderschaft. Vielleicht. Ist das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Was sind Synths? Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Ja, das sehe ich auch so. Angst vor Sins, Augen offen halten. Was ist das Institut? Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Hört sich an, als hättest du Angst vor Sins. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Okay, weiter. Oha. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Okidoki. Habt ihr gehört? Diese Tür... Oder... Dies... Okay. Vielleicht das hier mal anschauen.
Mal sehen, vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen mehr über diese Wissenschaftler und diese Synths oder so. So, von Sam Brandt, Leiter der Sicherheit. Alle Mitarbeiter. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwortänderungen, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcJet Systems weiterhin sicher bleibt. Okay. Automatische Passwortänderung. Nachricht zur automatischen Passwortänderung. Laut Protokoll ist Ihr Terminal-Passwort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet. So, 9YB3N. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Okay, machen wir nicht. So, muss ich mir das vielleicht eventuell aufschreiben oder habe ich das jetzt... Warte mal. Ich weiß es nicht. Will mir das mal einmal... Müsste man eigentlich immer machen. Sich so vorbereiten, dass man immer einen Stift und einen Zettel bei einem Spiel dabei hat. Man weiß ja nie, ne? Dass man sich was notieren muss. Einen Moment. So. Ich schreibe mir mal einfach mal das auf, das Passwort jetzt für ArcJet System, damit ich das auch weiß. Aber ich werde das wahrscheinlich eh nur einmal benutzen müssen. Deswegen ist es eigentlich egal, ich schreibe es einfach mal auf, vorsichtshalber. Auch wenn das jetzt irgendwo jetzt bei mir im Inventar gespeichert ist oder irgendwelchen Notizen oder so. Bevor ich das da raussuche, habe ich es lieber direkt vor Augen auf dem Zettel. So. Und ich werde auch mal versprechen, dass ich zumindest für Minecraft auch mir mal einen Zettel immer mache mit Themen. Aber ihr sollt mir auch mal Themen schreiben, was euch so interessiert. So. Über was ich bei Minecraft labern soll. Aber ihr wisst, ne, wenn man labert bei einem Spiel, kommt man auch nicht so gut voran. Da muss man immer genau die Mischung finden. Ne? Hier. Das sieht doch gut aus. Entsperren. Ich habe das Passwort. Warte mal. Also, das ist automatisch jetzt eingegeben worden. Weil ich jetzt das... na gut. Ich dachte, ich müsste das jetzt eingeben. Das ist ja sehr schön, dass das Spiel das automatisch denn merkt oder weiß, wenn ich mir das Passwort schon irgendwo angeschaut habe, dass das... dass das automatisch dann eingegeben wird. Zugriff auf Protokollverbindung. Fehler. Verbindung zur Prototyp nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Ich glaube, es ist kein Techniker da. Was mache ich nun? Maxlock. Sicherheitstür. Steuerinterface. Status verriegelt. Dann ändern wir das mal. So. Sicherheitsschloss freigegeben. Türen werden geöffnet. Zugriff auf Magnet oder irgendwas. Stand das? So, nun. Tür auf, ne? Tür ist auf. Ich glaube, die Tür ist auf. Gute Arbeit. Keine Gefangenen. Oh. Sins. Ach du Scheiße. Da ist einer. Warte mal, kann ich hier, warte mal, wechseln? Wechseln? Nee, den will ich ja nicht abschießen. So. In die Beine, glaube ich, ist ganz gut. Ah, du Scheiße, das sind hier so eine künstlichen Intelligenzen, sowas wie iRobot. Kennt ihr ja, ne? Ah. Ah, du Scheiße, ey. Das kann ich jetzt gar nicht mehr. Alter, die haben ja voll die Laserwaffen, ne, diese Säcke. Alter, lass mich doch in Ruhe. Ah, nein. Alter Schwede, das... war wohl nicht so eine gute Idee, da die Tür aufzumachen. Ah ne, jetzt sind wir erst von hier. Muss ich jetzt erst nochmal machen, aber ich werde das jetzt... Das waren Firmen wie diese hier. Den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit. Warte mal, das kennen wir ja schon. Ich will jetzt erstmal mir eine andere Waffe, weil die scheint ja nicht wirklich gut zu sein gegen die. Oh Mann.
Die ist nur aus nächster Entfernung gut, aber... Okay, dann ist die schon besser, aber da habe ich nur 17. Na gut, ich versuch's mal mit der, aber die hat auch nicht so viel Munition jetzt. Die hat viel Munition. Schnell, leicht, Impro-Scharfschütze. Aber es bringt ja nicht. Im Nahkampf Scharfschütze bringt ja nicht viel, ne? Na gut, ich versuche jetzt mit der Laserwaffe. Oh Mann, ich glaube zwar nicht, dass das viel bringt. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem. Ah, vielleicht haben die ja noch irgendwas. Vielleicht. Die haben ja auch Laserwaffen. Vielleicht haben die da noch irgendwie Munition. Aber. Sieht nicht so aus. Ah, hier, Fusionszelle vielleicht, ne? Stahl brauche ich jetzt nicht. Das. Oh, es geht hier auch. Das habe ich vorhin übersehen. Gucken wir uns da mal noch ein bisschen um. So, von Thomas Reinhardt. Gesamtes Sicherheitspersonal. Ich möchte, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine neue Sicherheitsstrategie für den ArcaJet-Komplex ausarbeiten. Das ist unser erster Auftrag für die USSA. USSA. Hört sich an wie, ne? Und ich möchte keine Probleme mit der Sicherheit haben. Wenn wir am XMB-Hilfstriebwerk arbeiten, verdoppeln Sie die Bewachung und rund um die Uhr und installieren Sie automatische Abwehrmaßnahmen innerhalb der Anlage. Ich möchte außerdem noch, dass Sie einen Berater einstellen, um ein besseres Sicherheitspasswort für unser Terminals auszuarbeiten. Das automatische Versenden von Passworten per Mail nach Ablauf einer bestimmten Zeit ist lächerlich. Geschütztürme. So, ab morgen geben wir Identifikationsmarken an alle Mitarbeiter aus, die jederzeit getragen werden müssen. Die Marken sind mit einem schwach radioaktiven Isotop überzogen, das unsere internen Sicherheitsgeschütztürme davon abhält, versehentlich die eigenen Mitarbeiter zu erschießen. Sollten Sie sich ohne Marke in der Nähe des Maschinenkerns aufhalten, sind wir nicht verantwortlich für Verletzungen, die Sie in diesem Fall eventuell erleiden. Die Geschütztürme gehen in einer Woche in Betrieb, daher empfehle ich Ihnen, sich schnellstmöglich für Ihre Marke anzumelden. Ja, das sollte man denn nicht vergessen. Es wäre nicht so gesund. Sam, was zum Teufel ist da unten los? Wie ist ein Pressevertreter an der Sicherheit vorbei, durch die gesamte Forschungseinrichtung und bis zum Maschinenkern gekommen, ohne unsere Alarme oder Geschütztürme auszulösen. Wir haben hier ein ganz schönes Schlamassel und Ihre Aufgabe wird es sein, ihn wieder zu beseitigen. Es ist mir egal, wie Sie das bewerkstelligen, aber tun Sie es. Sollte das später auf uns zurückfallen, werden Sie dafür verantwortlich gemacht. Das schwöre ich Ihnen. Oha. So, und dann... Fehler! Protektion-Einheit abwesend oder beschränkt. Aha. Einheiten aktivieren. Zugriff auf Kapsel. Einheit wird initialisiert. Zugewiesene Subroutinen werden geladen. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Aufladestation an, Platz zu machen. Okay. Ich weiß nicht, was ich da jetzt genau gemacht habe, aber... Persönlichkeitsmodus auswählen. Feuerwehr. Erste Hilfe. Konstruktion. Erste Hilfe ist immer gut, glaube ich. Okay. Konstruktion. Alles setze ich jetzt zurück, oder? Feuerwehr. Okay. Alles wird zurückgesetzt, wenn ich das mache. Okay. Mal sehen, für was das denn gut ist. Vielleicht greifen denn diese komischen Synths nicht an. Das erinnert ja echt so an iRobot. So, mehr gibt's hier nicht.
Hier, Paladin Dance, lass mal weiter. Oh, hier ist eine Tür. Spüllappen, ne? Ein Pümpel. Aber echt, hier bei... Ich finde das schön, bei Fallout haben die echt an jedes Detail so gedacht, ne? Dass man da auch... Dass es nicht nur so Deko ist, sondern dass, also, die so rumsteht. Aber ich könnte hier nochmal ein paar Sachen loswerden, die hier so... Ich sowieso gar nicht gebrauchen kann. Da sind noch Modifikationen. Brauche ich. So, was haben wir da noch an Schrott? Ich muss das nochmal nach Gewicht sortieren. Irgendwas noch, was ich nicht brauche. Ja, das brauche ich nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht. Stahl kriege ich ja immer irgendwie mal woher. Säure? Brauche ich eigentlich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Klebeband vielleicht schon eher. Glas. Brauche ich vielleicht jetzt auch nicht. Kupfer braucht man schon mal. Baseball, ne? Braucht man jetzt auch nicht. Zahnrad ist dabei. Weil Zahnräder, die sind auch, weiß ich nicht. Das lasse ich immer. Diverse Sachen. Da haben wir auch schon einiges, ne? Da müssen wir mal gucken, dass ich die auf alle Fälle mal lager. Das auch mal nach Gewicht sortieren. Das dann Gewinn. Hilfsmittel, ne, die brauchen wir ja, ne? Inspektoren, oh, mehr brauchen wir nicht, ne? Keine Inspektoren. Hundehalsband brauchen wir jetzt auch nicht. Eine Waffe, die ich auch nicht brauche vielleicht, die nicht so toll ist. Oh, was? Doppelläufige Schrotflinte, habe ich so viele. Ah, okay, da kann ich wirklich mal was wegtun. So. Hier ist der Vorteil, dass der viel Munition hat und eine gute Feuerrate. Hier ist die Feuerrate schlecht. Aber wenig Munition schaden dafür umso besser. Das ist halt alles so. Hier ist die Feuerrate gut. Schaden aber nicht. Na gut, jetzt haben wir wenigstens so wieder Platz, ne? Das ist wichtig. Wo ist der denn jetzt, der Paladin? Warum ist denn der jetzt da hinten noch?